Oh, die Angry Sun, wie schön. Ich hab dich so vermisst. Huia! Oh, nein, geh nicht weg! Geh nicht weg! Denn ach du, meine Güte! Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Willkommen zurück zu Super Mario Ultimaker. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und ein paar Level aus dem Online-Modus herausgepickt. Ich möchte erstmal vorwegnehmen, sie sind ein bisschen entfernt von der Perfektion. Aber wie gesagt, es ist eine Alpha-Phase und da sollte man nicht zu viel erwarten. Nichtsdestotrotz denke ich, die sind im Großen und Ganzen auch einigermaßen brauchbar. Und ich möchte auch erstmal vorwegnehmen, da kann ja natürlich der Spieleentwickler nichts dafür. Da kann ja das Spiel selber nichts dafür. Da sind natürlich die Level-Erbauer dafür verantwortlich. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man hier einen schwarzen Peter sucht. Aber ja, was willst du machen? Aber ich denke trotzdem, dass man hier oder da ein Level finden wird, was einigermaßen brauchbar sein wird. Und das wollen wir uns erstmal anschauen. Okay, dieses Level heißt Mein Primero Nivel. Was auch immer das heißen mag. Oh, die Angry Sun, wie schön. Ich hab dich so vermisst. Huia! Oh, nein, geh nicht weg! Geh nicht weg! Nochmal. Ich habe vergessen, dass diese Steuerung sich ein bisschen anders anfühlt als bei anderen Mario-Spielen. Och du meine Güte. Das habt ihr nicht gesehen. Ich konnte nicht richtig springen. Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht richtig springen. Also da ist das Spiel sehr penibel. Du musst richtig feste draufdrücken. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's einigermaßen. Oh, eine Shell, eine Shell, eine Shell. Na, die Sonne hat schon wieder eingetäuscht. Aber hier, so kann sie mich eigentlich nicht erwischen. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nee, kann sie nicht. Sie kann tun und lassen, was sie will. Sie hat keine Chance. Oh, das war sogar fast möglich gewesen. So, jetzt darf ich die Katze hier nicht verlieren. Ich glaube, das ist zum ersten Mal der Fall gewesen, dass man die Katze dabei erlebt, oder den Katzenanzug, Katzen Mario dabei erlebt, wie er hier hochklettert. Und die Angry Sun ist tot. Die anderen Gegner komischerweise nicht. Okay, was soll's? Weiter geht's mit dem nächsten Level. Okay, nächstes Level. World 1-2. Sieht ultra einfach aus. Ja, es sieht aus. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Gibt's hier irgendwas Bestimmtes, was ich hier wissen sollte? Ich denke nicht, oder? Nein. Hätte ja sein können. Was will mir das jetzt hier sagen? Ich verstehe die Logik gerade nicht. Also ich kann nichts entdecken. Ich weiß nicht, was das soll. Kein Plan. Und was soll das hier? Kann man das vermeiden? Ja, man kann das meiden. Oh. Hier wäre bestimmt was Spannendes gewesen. Egal. Das Ziel ist hier. Ist jetzt nicht großartig spektakulär. Aber glaubt mir, wenn ich sage, dass das eins der besseren Level ist. Glaubt es einfach mal. Okay, nächstes Level. Okay, dieses Level ist World 1-1, also wahrscheinlich ein erstes Level aus einem selbstgemachten Spiel. Aber das sieht genauso aus wie das Level, schon fast aus wie World 1-3. Das verstehe ich nicht. Und warum sind die Gegner so komisch platziert? Kann mir das jemand sagen? Ja, hochheben kann ich die Gegner ja sowieso nicht. Das ist hier ein Goomba, kein Galumba. Ist auch komisch, dass es hier keine Galumbas gibt. Es gibt nur Goombas. Und einen Stern. Den werden wir brauchen. Gehe ich mal von aus. Oder ist er nur Deko? Und ich verstehe nicht, was hier los ist. Ich konnte nicht weiterspringen irgendwie.
kann es mir nicht erklären. Wie dem auch sei. Pilz. Den Goomba können wir mal kurz killen. So viel Zeit muss sein. Hier ist eine Feuerblume. Und tschüss. So, jetzt müssen wir es aber richtig machen. Und warum kann ich dich nicht umbringen? Ach, jetzt kann ich dich umbringen. Noch eine? Ich habe doch gar keinen zweiten Slot für ein weiteres Power-Up. Ach du, nicht wieder dieselbe Stelle. Was ist denn hier los, Mensch? Vor allem solche einfachen Stellen, da verliere ich. Das ist schon peinlich. Was soll's? Level geschafft. Nächstes Level. Okay, nächstes Level, World 1-4. Darf ja nicht fehlen. Dann müsste das ein Schloss sein. Ja, tatsächlich, es ist ein Schloss. Aber wo ist World 1-1? Das habe ich irgendwie nicht gefunden. Oder es war unvollständig, das kann auch sein. Das sind hier automatische Turms. Oder? Nee, doch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Einfach weiter. Ja, interessantes Konstrukt. Ich denke mal, das war so gewollt. Hä, warum bin ich nicht kleiner geworden? Hä? Also wenn dann schon, dann muss ich ihn schon besiegen. Ich meine, Bum Bum ist doch kein Gegner. So, tschüss, tschüss, ja genau, tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Level geschafft. Ja, Freunde, das war's erstmal. Das war erstmal eine kleine Kost, gebe ich zu. Aber ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass einige Level es schon in sich haben. Welche das sein werden und ob sie vielleicht auch schon im nächsten Part vorkommen. Das könnt ihr auch selber rausfinden, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und falls euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst den Daumen nach oben. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ihr würdet mich auf jeden Fall damit sehr unterstützen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Super Mario Ultimaker. Bis zum nächsten Mal und ciao.